Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt schon im Titel gelesen, heute gibt es einen Live-Haul, denn ich fahre jetzt zu Butni, das ist hier bei uns eine Drogerie. Ich glaube, den gibt es nicht überall in Deutschland und dementsprechend habe ich einfach Drogerie in den Titel geschrieben. Aber ist ja auch alles im Endeffekt das gleiche, ob DM, ob Rossmann, alles dasselbe. So, und wir kaufen jetzt ein paar Babysachen, aber auch ein paar Sachen für mich so. Genau, ich muss einfach noch ein paar Sachen kaufen. Die Kleine ist beim Papa zu Hause. Genau, und ich werde jetzt ganz schnell die Zeit nutzen. Die Kleine ist frisch gestillt, aber wer weiß, sie zahnt im Moment, also wer weiß, wie lange das gut geht. Deswegen beeile ich mich ein bisschen. Aber ich wollte euch trotzdem einmal mitnehmen, weil ich schon so oft nach einem Live-Haul gefragt wurde, dass ich das einfach mal machen möchte. Und mir macht es persönlich auch ganz, ganz viel Spaß, euch da so ein bisschen mitzunehmen. Und genau, deswegen machen wir das heute mal. Ich hoffe natürlich, euch gefällt sowas. Und wenn ja, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich sowas auf jeden Fall gerne öfters. Also heute brauchen wir schon so fast eine komplette Grundausstattung, was Baby-Sachen angeht. Und deswegen dachte ich, okay, das lohnt sich jetzt mal richtig für einen Live-Haul. Denn sonst ist es bei mir immer so, ich kaufe immer ganz, ganz schnell das, was halt gerade fehlt. Mal eine Packung Windeln, dann ein paar Tage später mal das, was halt eben fehlt. Und dementsprechend lohnt sich halt so ein richtiger Live-Haul nicht. Aber jetzt brauchen wir wirklich fast eigentlich alles. Und deswegen lohnt es sich mal richtig. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit. Und wünsche jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So, ich bin jetzt angekommen. Tada, so sieht Butni hier bei uns aus. So ein blaues Schild. Ich dachte damals immer, der verkauft Wohnwagen. Als die gerade hier bei uns im Umkreis gebaut haben, sage ich mal. So, ich hole mir schnell einen Wagen und dann huschen wir auch schon zusammen rein. Zuerst brauchen wir Wickelunterlagen, ganz wichtig. Zart. Und die Windeln wollte ich auch noch mal ausprobieren hier. Von diesen hier waren wir nicht so überzeugt, aber wir probieren diese mal. Mal gucken, wie die sind. Größe 3. So, diese hier wollte ich auch noch mal ausprobieren. Die haben mir auch ganz viel empfohlen. Nehmen wir auch mal mit. Dann brauchen wir hier die ganz normalen Wattepads für Babys. Die haben wir immer zum Popo sauber machen. Nehme ich direkt 2 mit. Weil, wie gesagt, die haben wir immer. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch gegen diesen ganzen Sachen hier. Ihr könnt ihm eure Meinung hier zu dieser Bio-Reihe in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob die gut sind für den Preis. Weil sie hat halt schon ganz schön dolle Schmerzen. Auch diese Bernsteinkette soll halt doch schon ganz schön helfen, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Meine Lieben, ich muss dahin. Nein! Schaut euch das mal bitte an. Nein, ich muss dahin, da. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und wollte euch jetzt kurz zeigen, was ich so gekauft habe. Das Shampoo, was ihr gesehen habt, habe ich auch noch gekauft. Das ist aber schon im Badezimmer. Und deswegen zeige ich euch jetzt einfach nur die Babysachen. Also, ich würde angefangen an. Da sind meine Windeln von Butni, sind die ja, wie gesagt, Größe 3, 5 bis 9 Kilo, haben wir bereits in Größe 1 ausprobiert. Da waren wir nicht zufrieden, aber jetzt wollte ich dir nochmal eine Chance geben. In Größe 3, mal gucken, wie die so sind. Da habe ich auch schon ein paar geklaut. Was mir bei denen auffällt,
Die sind total groß. Also wenn ihr mal schaut, die sind echt total riesig. Die sind auch ein bisschen länger als unsere anderen, die wir gerade haben von Rossmann. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ne? Wenn die noch zu groß sind, packen wir sie weg. Reinwachsen tut die Kleine auf jeden Fall. Was mir schon mal auffällt, die sind super weich. Also die sind hier außen sehr, sehr weich. Innen, ja, innen sind die normal, wie eine ganz normale Windel, aber außen sind die sehr, sehr weich. Fällt mir schon mal auf und das gepunktet ist so niedlich. Ja, aber die probieren wir. Und ich mache euch dann nochmal ein Video zu all den Sachen, wie ich da eben zufrieden bin und wie nicht. Genau, aber das haben wir jetzt erstmal gekauft. Die Packung kostet, glaube ich, 6 Euro oder so. Das sind 48 Stück, also schon ganz schön viele. Dann haben wir gebraucht Windelbeutel. Da habe ich jetzt einfach mal die hier von Butni genommen, sonst hatten wir immer die von Rossmann. Aber die sind super praktisch, wirklich. Die haben wir in der Wickeltasche und da kommen die sowohl dreckigen Klamotten als auch die dreckigen Windeln rein. Super praktisch, die haben jetzt 1,50 gekostet, glaube ich. Mal gucken, wie die sind. Wie gesagt, wir haben bis jetzt nur die von Rossmann gehabt. So, dann brauchen wir wieder Pflegetücher. Die benutze ich immer, um der Kleinen den Popo abzutrocknen nach dem Wickeln, damit die nicht wund wird. Und da habe ich jetzt auch einfach ganz normal die ganz einfachen hier genommen. Das Design fand ich ganz süß. Die kosten auch nur 1 Euro. Und dann habe ich mitgenommen hier unsere Wattepads, die wir immer benutzen zum Windelwechseln. Wir benutzen ja keine Feuchttücher. Da habe ich einmal 2 Packungen. Je 1,50 haben die gekostet. Dann habe ich ein Gel hier gekauft für die Zähne, weil sie ja zahnt gerade. Und da habe ich dieses hier genommen. Das war auch das einzige da. Mal gucken, wie das ist. Das hat, glaube ich, auch um die 5-6 Euro gekostet. Dann habe ich mitgenommen Wickelunterlagen. Ganz wichtig, die haben wir auch immer überall dabei. In der Wickeltasche, aber auch auf dem Wickeltisch unten im Wohnzimmer. Überall haben wir diese Wickelunterlagen. Und die haben gekostet 2 Euro, glaube ich. So, und als letztes haben wir diese Pampers hier mitgenommen. Die Pure Protection, Größe 3, 22 Stück. Die kosten 8 Euro. Richtig, richtig viel. Aber da schwärmen so viele von. Und da wollte ich jetzt auch einfach mal testen. Ne? Und euch dann natürlich auch eine Meinung drüber geben, wie diese sind. Und genau, dass ich nochmal ein Video mache über allgemein so Pflegeprodukte von verschiedenen Marken, wie mir das so gefällt. Und genau, da probieren wir die jetzt nochmal aus. Wie gesagt, 8 Euro für 22 Windeln, schon ganz schön viel. Aber ich wollte jetzt einfach mal testen, weil so viele davon schwärmen, dass sie so gut sein sollen. Ja, und das war im Endeffekt auch unser Einkauf. Unser unser Butni-Komplett-Einkauf. Also mehr brauchen wir tatsächlich nicht für die Kleine, weil Pflegeprodukte und so braucht man einfach nicht. Also wir haben die Kleine bis jetzt erst einmal eingecremt, da war sie noch ganz, ganz klein, weil sie einmal eine wunde Stelle hatte, eine ganz kleine, und sonst haben wir sie noch nie eingecremt und deswegen brauchen wir sowas auch gar nicht. Und genau, das ist jetzt eigentlich so eine komplette Ausstattung bei uns. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!